Da sind wir wieder, die altbewährte Crew hier. Olaf, der Held vom Brocken. Der Schnee ist weg, der Bärloch kommt. Es ist trotzdem nur 3 Grad, 6.15 Uhr, Ride Far. Ride Far, wir werden im Podcast darüber berichten, was das ist. Es ist so eine wohltätige Spendenaktion von Orbit 360. Auch wir sind davon Sponsor. Wie viele Kilometer haben wir uns vorgenommen? 180. 2600 Höhenmeter, zumindest sagt der Garmin das hier. Es geht heute am Anfang durch den Deister. Dann geht's durch den Eid. Nach dem Eid kommt Bodenwerder, Halbzeit, an der Weser, durchs Weserbergland. Dann kommt der Bückeberg. Bückeberg, vielen Leuten schon böse bekannt vom Orbit. Und dann wieder in den Deister rein. Und dann sind wir hoffentlich wieder hier. Ja, ich bin nicht so gut trainiert, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Respekt. Hat wer weniger geschlafen als ich? Olaf sagt, er hat nur eine Stunde geschlafen. Muss reichen. Muss reichen. Okay, eine Stunde ist sehr optimistisch. Aber in dem Fall würde ich sagen, packen wir's. Kein Regen. Los geht's. Kein Schnee. Kein Schnee. So, viele Grüße auch an Ingo auf diesem Wege. Wir vermissen dich. Wird Zeit, dass du mit uns mal wieder auf eine Tour gehst, aber er ist entschuldigt. Er hat echt genug auf dem Schreibtisch. Aber wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen, dann ist er wieder dabei. Das erste Etappenziel haben wir erreicht. Fast vor unserer Haustür, der Nordmannsturm. Habt ihr gesehen auf der Kamera. Jetzt geht's zu diesem Nienstedter Pass. Aber nicht, dass ihr denkt, wir sind im Hochgebirge. Ne? Der Nienstedter Pass ist auch nur 277 Meter hoch. Oder waren es 2770? 270. 274. 277. 277, genau. Gut, da geht's lang. Fahren jetzt hier auf dem Kammweg vom Deister lang und kommen dann zum Anna-Turm und dann zur Bielsteinhütte. Jawohl, wir melden uns. Wer es nicht kennt, kennt es jetzt. Der Anna-Turm. Und ich zeige euch was. Für die Mathematiker unter euch. Da ist er. Wen das denn interessiert. Ein gaußscher Vermessungsstein. Hier seht ihr auch diese Peillinien. Ja, was man alles so bei Dan Erklärbär lernt. Ne? So, wir trinken was. Und dann geht es auf die Piste. So, auf Olafs Wunsch hin, Bielsteinhütte mit dem schönen Ausblick. Nur für dich, Ole. Oh. Aber hier war ich schon. Ich weiß. Nicht hier auf dem Brocken. Da springe. Dann kommt der kleine Deister und dahinter ist der Eid. Da fahren wir heute, ich spreche mal so in die Kamera. Da fahren wir heute auch noch hin. Also, erstmal das Springen zum Bäcker, ganz wichtig. Und dann rein in den Eid. Den ganzen Eid lang fahren. Und ich verrate euch, wer den Deister Orbit dieses Jahr fahren will, der sollte im Eid mal trainieren. Kein Tipps. Verratet es keinem. We'll be right back.
krass. Meine GoPro hat es zerlegt gerade. Also ist die tatsächlich aus dem Foodpouch rausgeflogen. Mal ein bisschen langsamer hier runter eiern. Heieieiei. Der Kaffee tat gut, denn hier ist es ja mal bitterkalt. Wow. Aber ganz schöne Stimmung hier mit dem Nebel hier. Gut. Also Springe verlassen. Jetzt geht's in diesen, hier lacht wahrscheinlich, Saupark. Und nach dem Saupark geht's dann demnächst in den Eid. Da geht's dann zur Sache. Aber eins nach dem anderen. Sind wir aus dem Saupark raus und ihr seht gleich, wenn ich die Kamera drehe, den Eid. Ah, seht ihr das? Da ist so eine Kante und da oben, da müssen wir hin. Also hier nach der Kurve kann man es besser sehen. Da oben seht ihr die Kuppe. Das wird schon mal ein schöner Anstieg. Aber Olaf wollte nichts geschenkt haben. Ich kann dem nichts hinzufügen. So, im Eid. Hey, die erste Steigung im Eid. Freut euch drauf, wenn ihr die Strecke fahrt. Da wird auch was geboten. Eieiei.
nur 11%, aber nicht zu unterschätzen, wenn man ein schweres Rad hat und wenn man auch schon ein paar Kilometer hinter sich hat. Sehr schön, es wird flach, nur 10. Sehr gut. Oh, es tut mir leid. Das muss es auch. Ei, ei, ei. Ich habe immer noch den falschen Gang. Ei, 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 ei. Ganz klassischer Fahrfehler. Verdammte Axt. Oh. Ja. Dass mir sowas passiert. Oh, peinlich. So, Wasserstandsmeldung. 50 Kilometer und wir haben die 1000 Höhenmeter gemacht. Das finde ich immer ist ein schöner Anker. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wir wissen, wir müssen heute so 2,6, 2,7 fahren auf 180. Und dann, wenn man sagt, 50 Kilometer, 1000 Höhenmeter sind schon mal weggeputzt. Das ist schöne Motivation. Und wir hängen immer noch im Eat. Da fahren wir gleich mal ein bisschen raus durchs Feld und dann noch mal in den Eat rein und dann Vollgas voraus nach Bodenwerder. Und in Bodenwerder ist dann Halbzeit und unsere Mittagspause. Schön hier durchs Feld, am Waldrand lang. Da ist der Eat. Da fahren wir gleich wieder rein. Luxus Gravel. So, da geht es jetzt wieder in den Eat rein. Die Steigung verheißt nichts Gutes. Das heißt natürlich was Gutes. Aber das ist schon ein Brett. Wir sind hier auch schon vom Feld hochgeeiert. Das kommt ja auf der Kamera gar nicht zur Geltung. Und jetzt muss ich erstmal einen Riegel essen. Hier in dieser Schublade habe ich ja so unheimlich viele schöne Dinge. Und da ist auch ein Mandelriegel von Cliff Bar dabei.
willkommen im Landkreis Holzminden. Und damit ist jetzt unser Eid-Ausflug beendet. Auf nach Bodenwerder. Habe ich das schon gesagt? Da geht's runter zur Weser. Herrlich. Was haben wir denn für einen Kilometerstand? 85 Kilometer gleich, 1880 Höhenmeter. Das ist auch gut. Dann hier so eine schöne Schleife. Und zack, geht's hier auf den Weser-Radweg. Da ist sie. Ja, vergesst nicht, im Sommer ist hier wirklich die Hölle los und am Wochenende mal umso mehr. Fahrt da vorsichtig, viele E-Bike-Fahrer hier unterwegs im Sommer. Also brettert hier nicht lang, lasst denen auch ihren Spaß. Olaf, endlich am Weser-Radweg. Jetzt einmal Pizza in Bodenwerder. Einmal Pizza Pommes. Da ist es bestimmt im Sommer noch schöner, aber ich weiß nicht warum, ist ein halber Esel oder ist das ein Pferd oder ein halber Esel? I don't know. Münchhausenbrunnen. Kein Trinkwasser, okay, dann können wir die auch nicht auffüllen. Gut, dann rauf auf die Pferde, also auf diese Pferde, die übrigens ganz hervorragend fahren. Und dann auf nach Hameln, Weser Radweg. Denk dran, im Sommer proppe voll. Bye bye Bodenwerder, es war schön. So, wer hier mal über die Weser will, das sind die kleinen Weserfähren, aber wir biegen jetzt hier rechts ab. Liebe Zuschauer, wir sind in Hameln. Die Zeit ist nur sehr fortgeschritten. Wir werden also hier nicht lange Sprechpausen machen, sondern relativ zügig hier durchrauschen. Mal sehen. So, Boxenstopp in Hameln. Was sagt mein kleiner Freund hier? 117 Kilometer, 1899 Höhenmeter,
Mein Akku noch 83%, da ist also alles in Ordnung. Hier der tierische Wasserfall. Und wenn man das auf der GoPro noch sehen kann, da oben ist diese goldene Ratte. Goldene Ratte. Wir sputen uns. Nächster Stopp. Hessische Oldendorf. Und dann kommt der Knaller. Mega Steigung hoch zur Schaumburg. Da habe ich schon mega Respekt auch vor, weil, wie gesagt, 1900 Höhenmeter schon auf der Uhr. Uiuiui. Weiterfahren. Die Schaumburg und eine Etage höher, da so, ist die Paschenburg. Ja, wir fahren da den Weg hoch und dann oben auf dem Kamm lang. Puh, wird noch ein schöner Ritt. Nach der Schaumburg geht es dann in den Bückeberg rein. Aber eins ist klar, jetzt wird es anstrengend und bei Tageslicht kommen wir heute nicht nach Hause. Geile Nummer. Wenn wir jetzt noch die Läuterung zum Schluss fahren, ohne Absteigen, dann wäre das ja der Hit. Gebe ich alles für. Nicht schieben. Nack. Da hat's gekracht. Und das noch bei Helm. Sauber. Das
Also Weserbergland, einfach auch ein traumhaftes Areal. Jetzt ein bisschen trist, jetzt ist natürlich nichts grün, aber fahrt hier im Frühling, im Sommer lang, ihr rastet aus, so geil ist das hier. Es geht jetzt in den Böckerberg. Ist das geil? Ja. Soll ich nicht immer sagen? Ist das klasse, wollte ich sagen. Hier die letzten 30 nochmal. Bückeberg, 150 Kilometer auf der Uhr, 2371 Höhenmeter und immer noch 79% Akku. Die letzten 30, das machen wir mit links. Naja, also geht schon noch. Auf geht's, auf die letzten 30, Ole. Bist du gut drauf oder? Keine Antwort heißt auch gut drauf. Es gibt so viele andere schöne Hobbys. Der finalen Steigung bei Kilometer 177, 2730 Höhenmeter. Es ist 20 Uhr, wir sind 14 Stunden unterwegs und es droht jetzt tatsächlich die letzte Steigung des Tages zu kommen. Chaka! Welcome to my playground. Yo, baby! Olaf ist schon drüber, über der Kuppe. Hey, Kuppe, nicht abgestiegen. Oh, was für eine Genugtuung. Geilomat. Entschuldigung, diese Wortwahl. Die habe ich gar nicht mehr unter Kontrolle. Oh, total spitze. Sorry, ich kann gar nicht klar reden. Chaka. Ja. Ist das der Wahnsinn? Was haben wir denn auf dem Tacho? 183,6, 2907. Geil oder geil? We'll be right back.
Was willst du sagen? Hast du noch was zu sagen? Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Die letzte Steigung, wer die ausgesucht hat, den will ich morgen mal treffen. It ain't over till it's over. Aber viel besser ist die deutsche Übersetzung eines Skatspielers. Hinten kackt die Ente. Müssen wir jetzt noch mehr sagen? Nee. Fahrt die Tour nach. Ride far. Schöne 180 Kilometer. Eine traumhafte Tour. Wirklich eine gute Tour. Was haben wir für Wälder? Das müssen wir noch mal sagen. Deister. Eid. Eid. Kleiner Deister. Kleine, Saupark. Saupark. Rüber nach Bodenwerder, Weser. Rheins-Weser-Bergland. Schaumburg. Schaumburg-Bückeberg. Bückeberg einmal komplett durch und dann noch mal zum Schluss die Läuterung im Deister. Ohne Regen. Kein Regen. Bei Vollmond. Trotzdem mussten wir die Jacken einlassen, weil es war schon bitterkalt. Genau. Und so kalt wie im Harz. Fahrt Ride Far, ob 90, 180 oder 360, egal. Spendet für Ride Far. Olaf spendet für Ride Far. Dan spendet für Ride Far. Und die Firma Enjoy Your Bike spendet auch. Mach das. Wir reden im Podcast darüber. In dem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Also wenn man kein Wasser kriegt, ne, am Friedhof, dann könnte das im Sommer dann so ausgehen. Ein bisschen makaber, aber ist was dran. Ist was dran. Also was haben wir gelernt? Nicht jeder Friedhof hat auch bei kalten Temperaturen fließend Wasser. Also doch in der Tanke. Im Bückeberg ist er da. Welcome to my playground. Yo, baby.